Geil. Herrlich. Dein neues Buch, ne? Launa. Ich habe alle deine Bücher gelesen. Und das Geile ist, die wurden immer besser und die wurden immer toller. Ich rede jetzt ein bisschen mehr, du kannst gleich, ne? Aber diese Sprache in den Büchern, das ist irre. Also normalerweise hat man ja in einem Buch, da kommt ein guter Satz und da muss man ein, zwei Absätze warten, dann kommt wieder ein guter Satz. Aber die waren so wie junge Hunde. Also da jagt ein Satz den anderen. Das war super. Das fühlt sich nicht so an beim Schreiben. Sondern? Fühlt sich an, als würde ich mir das Gehirn auswringen die ganze Zeit. Schreibst du denn schnell oder langsam? Schubweise, mhm. Anfallartig. Mhm. Also manchmal schreibe ich sehr, sehr schnell. Was heißt das dann? Also ja, dann schaffe ich auch mal 10 Seiten am Tag. Aber es gibt natürlich auch Wochen, da schreibe ich nur 1 oder 2 Seiten. Also ja, pro Woche. Ja. Und ich quäl mir auch, wenn ich schnell schreibe und viel produziere, quäl ich mir schon jeden Satz, den meißel ich mir aufs Laptop. Na, gemeißelt sind die Sätze auch. Also der Stil wird immer parierter. Ne? Also die ersten Bücher, da war noch ein bisschen Fett dran. Gelegentlich. Und hast du dann so ein kleines Büchlein dabei, wo du dann denkst, ah, super, und du schreibst du das dann auf? Also man sieht ja manchmal so verrückte Autoren irgendwo in Cafés sitzen oder so, oder Metapher, die muss ich mir merken. Habe ich mir immer gewünscht, dass ich das mal tun würde, ja. Aber ich habe das nicht, ich vergesse es immer, solche Büchlein. Ich bin auch zu faul, um zwischendrin irgendwas aufzuschreiben. Ich habe tatsächlich immer mein Telefon dabei und fotografiere. Also ich mache ganz viel Bilder vom Himmel, von möglichen Tatorten, von Straßenecken. Alles, was mir so unterkommt, was Futter sein könnte, wird fotografiert. Okay, super. Und dann sprichst du dir dann so Ideen dann auch auf? So? Also wie, also ich stelle mir das so vor, ne? Also ein Drehbuch, hier die Szene oder hier das und das, das müssen wir jetzt so machen. Also, oder? Nee. Du machst, ich mache Fotos. Ich habe vielleicht so ein fotografisches Gedächtnis, ein Bildgedächtnis. Also viele Leute wissen ja, was sie haben, wenn sie es gelesen haben. Ich muss es gesehen haben. Warum, was hast du jetzt zweimal gesagt? Weil es so laut war da unten. Ach so. Also wenn ich ein Bild gesehen habe, entsteht der Satz, mache ich ein Foto, bin ich zu Hause, gucke mir das Bild an, ist der Satz wieder da. Wie kommt man auf die Ideen, Krimi zu... Weil, pass auf, die Frage ist ja, Journalisten, geht aufs Klo, schreibt ein Buch darüber. Journalist kriegt ein Kind, wird Vater, schreibt ein Buch darüber. Journalist zieht um nach Prenzlauer Berg, schreibt ein Buch darüber. Also alles Mögliche. Harald, der 50 Jahre alt geworden ist, schreibt ein Buch darüber. Aber wie kommst du auf die Idee, einen Krimi zu schreiben? Ich habe natürlich auch so Bücher über mein Leben geschrieben, so als erstes, weil das Erste ist, was man macht. Und dadurch, dass ich dann sehr lange bei Frauenmagazinen oder für Frauenmagazine gearbeitet habe, hatte ich das irgendwann so dicke, diesen Tonfall. Ich konnte es nicht mehr ertragen, so Blümchen... Schmalz-Simone. Ja, den Leserinnen Blümchen in den Bauch zu schreiben. Ja, das hat mich irgendwann, nichts gegen die Leserinnen und nichts gegen Blümchen im Bauch, aber ich konnte nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin durch damit, ich werde wahnsinnig. Es gibt ja so Autoren, die drehen jahrzehntelang Pirouette auf der eigenen Glatze. Das konnte ich nicht und ich wollte gern einfach einen anderen Ton anschlagen. Und da ist das andere Ende der Fahnenstange, ist nun mal so ein Hardboiled-Ding. Liest du Krimis überhaupt? Ich habe als junges Mädchen oder als junge Frau, habe ich so Raymond Chandler und James Elroy gelesen. Ah, und das fand merkt ich ganz toll. Ja, die finde ich ganz, ganz, ganz toll. Das sind, wenn man so von Vorbildern sprechen könnte, da geht es in die Richtung. Siehste, da ist nämlich der Ton, weil das ist, man liest es, also gerade im Aktuellen auch der Einstieg, das ist ein... Wie ein alter Mann, das habe ich ja gesagt. Also du schreibst wie ein alter Mann, der auf die Fresse gekriegt hat. Oder der raucht und so. Also, aber der eine Frau ist. Du bist in dir steckt ein alter Mann in Wirklichkeit. Das ist geil, das ist total geil. Weil gleichzeitig sieht man es trotzdem auch durch die Augen einer Frau. Aber da ist ein alter Mann drin. Ganz, ganz toll. Mir ging es um die Sprache. Ich wollte sowas machen. Ich wollte sowas schreiben. Und dann kannst du nur Geschichten. Ja, und dann? Ja, dann kannst du nur Geschichten von der dunklen Seite erzählen. Ich glaube, die ersten Bücher habe ich tatsächlich so geschrieben oder sind so entstanden, dass ich überlegt habe, was macht mir denn Angst? Ah ja. Hm. Also wenn ich was schreiben macht dir will, Angst? Was scary ist, was gruselig ist, dann muss das erstmal was sein, was mir Angst macht. Und in den ersten Büchern war das vor allem Gewalt,
so Psychogeschichten, so Psychopathensachen und so. Ich weiß aber, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, diese Psychopathen und diese 1-zu-1-Geschichten, die machen mir gar nicht so viel Angst, weil die sind nicht so wirklich Realität, zumindest nicht so häufig. Was mir viel mehr Angst macht, ist organisiertes Verbrechen. Also in Hamburg hat das organisierte Verbrechen ganz viel mit dem Immobilienmarkt zu tun. Und da wird es super konkret für alle, die in so einer Stadt wohnen, weil das gerade. Ah ja, weil das klingt hoch in deinen Büchern tatsächlich an. Das ist die, also das ist schon das ist Realität. Ein realer Hintergrund. Absolut. Mhm. Absolut. Wie viele Gespräche hast du geführt, also vorab mit Polizisten und mit diesen ganzen Leuten, bevor du angefangen hast zu schreiben mit dem ersten? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, ich hatte ein ausgiebiges Gespräch oder einen Vormittag in der Staatsanwaltschaft, wo ich mich einfach versichert habe, wie arbeitet so eine Staatsanwältin, was darf die nicht. Da wusstest du aber schon, dass du vielleicht eine Figur der als Staatsanwältin... Das war von Anfang an klar. Ach, das warum? Ja. Ich wollte erstmal keine Privatdetektivin oder sowas. Es gibt die amerikanische Krimi-Tradition, da hast du oft einen Privatermittler, der so zwischen den Fronten steht. Und bei den Franzosen ist es wiederum so, dass es immer jemand ist aus dem System, der Ermittler oder Gerner, der sich aber dann wiederum gegen das System auflehnt, also der nicht stromlinienförmig funktioniert. Was Chastity Riley ja ist und die ja in der letzten, also in dem Roman vor dem aktuellen aussortiert wurde. Ne? Tut viel, was sie nicht darf. Und gerade jetzt im neuen Roman in der Blauen Nacht hat sie ja nochmal so eine Sonderposition, weil sie so einen Opferschutz... hat so eine Opferschutzstelle. So kommt eine, aber ganz zum Schluss wieder rein und wird quasi rehabilitiert. Hallo! Dürfen wir nicht verraten. Ja, aber muss ja. Aber sie kann richtig nerven jetzt auf so einer Position, auf der sie jetzt steckt. Und das fand ich wichtig. Ich wollte jemanden, der schon eine Macht hat, aber eben keine Polizistin. Einfach weil ich es langweilig fand. Ja, ich brauche noch ein Bier. Ich mache dir mal noch ein Bier auf, wenn ich darf, sehr gerne. Also du hattest Bock, Krimis zu schreiben, bist dann erstmal so rangegangen, hast gesagt so, Gespräche führen. Genau, Staatsanwaltschaft, dann musst du natürlich in die Mordkommission. Kann man einfach so anrufen und dann reden die mit einem? Und das ist das Tolle. Und dann zeigen sie dir alles. Das in Hamburg sternförmig angelegte Polizeipräsidium, da darf man dann durchgehen. Und hier Erkennungsdienst und so. Ist natürlich wahnsinnig aufregend. Also das war ehrlich gesagt das Schönste in den letzten 10 Jahren an meiner Arbeit, glaube ich, da reinzugehen. Und dann habe ich halt eine Freundin, die eben eine sehr erfahrene... Kenne ich die? Nee. Sehr erfahrene Polizistin ist. Das also ist auch meine geheime Quelle. Also, okay, verstehe. Der danke ich in jedem Buch, aber mit so Codenamen. Wie denn? Weil die darf natürlich, sage ich nicht, weil die darf natürlich offiziell nicht einfach so mit mir reden. Nee, eigentlich müsste das immer über einen Pressesprecher gehen. Ja. Und nehmen deine Figuren auch Eigenleben an? Also machen die... während eines Romans oder während einer Handlung oder eines Dialoges Dinge, die für dich unerwartet sind, das erzählen, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich bin ja, ne, also... Das passiert tatsächlich einfach. Also es ist, man hat so immer das Autoren Gefühl... Autoren erzählen das immer, dann machen die Figuren das und so. Also man hat immer das Gefühl, das ist so ein Schriftstellergelaber. Ja, total. Aber es stimmt tatsächlich. Erzähl also es mal, gibt sag mal, Momente, also, oft in Dialogen tatsächlich. Ja. Dass ich denke, die Figur muss jetzt dies und das sagen, damit die Handlung in die Richtung weitergeht, die ich möchte. Und dann geht das aber nicht. Dann merke ich, das stimmt nicht, was die sagt. Das funktioniert nicht. Und dann musst du echt locker lassen. Und dann sagt die plötzlich was. Dann steht da ein Satz und der ist ganz anders als das, was du eigentlich wolltest. Das ist wirklich was, was sehr intuitiv passiert und was dann auch echt überraschend ist, jedes Mal wieder. Und ich spüre das und ich denke so, Alter, jetzt stand dieser Mensch tatsächlich offensichtlich im Raum und hat was gesagt und hat auch bestimmt, in welche Richtung die Geschichte weitergeht. Und das sind natürlich die schönsten Momente, darum macht man das. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das Schönste am Romane schreiben. Ich habe gerade wieder so einen Satz gelesen, also das war dieser Dialog, wo sie nach Hause kommt, sie ist frustriert von dieser Reise, Klatsche, kommt von hinten, nimmt sie in den Arm, alles ist Haut, alles ist Atem, sie schlafen miteinander. Und er sagt, ist eigentlich was?
Und sie so, nö, was soll denn sein? Und er so, ach, nur so. Und dann sagt sie, dann dreht er sich um und tut so, als ob er schläft. Sie merkt das und beschreibt das. Sie lässt ihn aber, er lässt sie, also die lassen sich ja gegenseitig die ganze Zeit. Und nur deswegen können sie, ne, also ja, können sich nah sein. Die beiden sind natürlich so ein Leitmotiv für alle diese Bücher. Also die sind so, ich würde das immer eher beschreiben mit, bei Klatsche brennt noch Licht. Ja, genau. Also egal, woher sie kommt, egal aus welchem Matsch, aus welchem Sumpf sie da gerade auftaucht. Bei Klatsche brennt noch Licht. Sie steht unten auf der Straße. Wahrscheinlich regnet es und da oben brennt noch, es kullert so gelbes Licht. Und wer ist Klatsche dann? Also wo kommt der her, dieser Typ? Also er wollte mal der Einbrecherkönig von St. Pauli werden. Dann hat er aber so ein Ding mit so ein paar Fotokopierern gedreht. Irgendjemand hat ihn verpfiffen und er ist zum dritten Mal geschnappt worden. Und dann ist er eingefahren und war ein halbes Jahr im Knast. Und seitdem kann er keine, oder konnte er keine geschlossenen Türen mehr ertragen und hat einen Schlüsseldienst aufgemacht und öffnet mit sehr viel Fingerfertigkeit und sehr schnell und sehr günstig alle Türen. Schlüsseldienst war total erfolgreich. Inzwischen hat er eine Kneipe auf dem Kiez und ist für mich ganz viel von dem, was dieses Viertel auch ausmacht. Total. In dem viel spielt. Na, und die Kneipe ja auch, ne? Die Blaue Nacht, titelgebend für den aktuellen Roman. Genau, die Kneipe von Klatsche ist titelgebend für den Roman, weil das natürlich viel mehr ist als diese Kneipe. Also eine Blaue Nacht hat man in Hamburg tatsächlich sehr oft. Sei es aufgrund des Lichts oder aufgrund des Zustands, in dem man sich befindet. War eine gute Idee von meinem Lektor. Jetzt nochmal, wieso, was? Ja. Lektor-Idee? Ja, ich okay. habe Titel geliefert wie eine Wahnsinnige. Die waren aber mal ganz lang. Ich wollte so einen langen Titel. Ich hatte Bock auf so einen ganzen Satz als Titel. Zum Beispiel, sag mal ein paar Ideen, die du hast. Die Taschen voller Krokodile. Genau. So hat, glaube ich, die Lektorenkonferenz auch reagiert. Und jetzt heißt es Blaue Nacht und ich finde das super. Mir gefällt es sehr gut. Ich kann damit sehr, sehr gut leben. Das Schöne ist an Fiktion, dass du halt mit Fug und Recht mit dem Finger auf die Bösen zeigen kannst. Mhm. Gab es denn schon Momente, wo du Angst hattest? Nee. Nee, weil ich nichts Neues schreibe. Also ich schreibe nichts, ich recherchiere ja nicht irgendwas, was noch nie irgendwo stand. Also entweder ich erzähle das, was du so frei zugänglich im Internet findest, oder ich denke mir das aus. Was sagen denn deine Kollegen, deine Partner von der Polizei, deine ersten Leser, was sagen die denn zu den Geschichten? Also ich weiß jetzt nur, dass so meine Freundin, die da bei der Polizei ist, dass mit der erkläre ich das dann meistens nochmal, wenn ich den wenn ich den Handlungsstrang habe, dann gehe ich gerne nochmal mit der ein Bier trinken und stelle ihn vor. Okay. Und dann guckt die drauf und sagt, das ist eine Ermittlung, die kriegen wir hart. Oder das ist eine Ermittlung, die kriegen wir nicht hart. Das ist übrigens sehr schön, das macht sehr viel Spaß, diese Polizeisprache. Die Polizeisprache ist so toll, ich liebe das. Also ich habe in dem vierten Band verschwinden Jugendliche. Und da habe ich sie gefragt, was passiert, wenn Jugendliche verschwinden? Und dann sagst du, ja, es kommt drauf an, sind die unter 16, sind die über 16? Ich sage, ja, sie sind so 14, sind zwei Jugendliche. Und dann sagt sie, dann fahren wir hoch. Dann fahren sie hoch, Personal. Dann fahren wir hoch, genau. Was heißt, Personal. Dann fahren wir hoch? Ja, dann gehen wir mit 100 Mann durchs Viertel. Oder allein zum Beispiel, was wir immer als Mafia oder als organisiertes Verbrechen bezeichnen, heißt polizeiintern nur Struktur. Ach komm. Struktur. Der hat seine Struktur, der hat seine Struktur, die Struktur, die Struktur. Das finde ich toll, weil es ist, es packt es total bei den Hörnern. Es ist eine Struktur, es fängt oben an und dann wird es immer breiter nach unten. Du machst das jetzt schon seit ein paar Jahren. Ne? Und gehst du mit einem anderen, also gehst du mit einem... Mit einem anderen Blick durchs Viertel, hast du Angst, guckst du anders auf Menschen oder was du gerade beschreibst, ich sitze beim Italiener, da sind zwei, die zahlen nicht und so. Also siehst du anders? Also wie der Blick auf die Menschen, ne, wenn man Polizist ist? Nee, mehr auf so Orte. Zum Wohl. Prosit. Ich habe tatsächlich vor 2 Tagen, habe ich meinen Sohn morgens zur Schule gebracht, bin dann weitergelaufen zum Park, um laufen zu gehen und sehe natürlich sofort, das war ein Hund.
So, also da ist dann also auf St. Pauli haben wir dann so Matschecken. Denke ich auch manchmal, wenn ich einen Hund sehe, das war ein Hund. Nein, pass auf, ich habe keinen Hund gesehen. Ich habe was gesehen, was der Hund gemacht hat. Wahrscheinlich hat der Hund nur gegraben. Der Hund hat, oder er hat wahrscheinlich sein Geschäftchen vergraben. Er hat offensichtlich so gemacht, aber sehr ausschweifend. Also da war wirklich in dieser Matschecke, hat man so die Krallen gesehen, die so, ja. Die dieses ganze Ding irgendwie sich, hat er sich so zurechtgeschoben. Und da guckt man dann hin und denkt, vielleicht guckt eine Hand raus. Nein, ich denke, da hat sich jemand gewehrt. Gibt es ein spezielles Krimi-Publikum? Oder nochmal anders gefragt. Wer liest diese Chastity Riley-Geschichten? Männer. Geil. Das erzählen mir immer die Buchhändlerinnen. Normalerweise haben wir so 10% Männer hier sitzen, die so einschlafen. So, und bei Ihnen ist es anders, Frau Buchholz. Und dann freue ich mich natürlich immer sehr, weil tatsächlich habe ich auch einzelne Männer da sitzen. Ich hatte neulich eine Lesung, da waren 5 Männer da, die haben ihren Männerabend auf meiner Lesung begonnen. Ja! Wie? War das ein Junggesellenabschied? Oder? Nee, so machen so Männerabend einmal im Monat. Ja, ich mache auch Männerabende immer. Ne? Genau. Und die haben ihren Männerabend. Männerabend ist ja der eine Abend, wo man mal von zu Hause weg darf. Wo man sich so bemännert. Wie bitte? Bemännert. Wo man sich so mit anderen Männern bemännert. Und die haben den Männerabend auf meiner Lesung gestartet. Stopp, da muss ich jetzt mal fragen. Hast du auch Frauenabende, wo du dich befraust mit deinen Freunden? Ja, klar. Sag mal, und da muss ich noch mal fragen, diese Namen. Der Brooks. Der Faller. Der FC St. Pauli. Wie heißt der andere? Chauner, mein Lieblingstorwart vom FC St. Pauli. Also es ist ganz einfach. Die Guten haben Namen vom FC St. Pauli. Nein. Die Bösen? Ist das platt. Auf ist die es Mone, super platt. Jetzt hör mal auf. Ich meine, die anderen die Guten Telefon heißen alle wie St. Pauli-Spieler? Ja, oder Brooks ist der Sicherheitschef von St. Pauli zum Beispiel. Nein. Und die Bösen heißen dann wie HSV-Spieler, oder? Nein. Ja. Oder ein bisschen umgedreht. Ich meine, die anderen Nein. Autoren wälzen das Telefonbuch, machen. Und diese Chastity Riley, ne? Also ich muss erstmal fragen, wo kommt dieser Name her? War ein Versehen. Wieso? By mistake. Die ganze Figur ist aus einer Kurzgeschichte entstanden. Die sollte in einer Anthologie erscheinen, in der Frauen, die bisher nur für Frauenmagazine geschrieben haben, plötzlich Hardboiled-Geschichten schreiben. Die Anthologie ist nie erschienen. Aber ich habe eine Geschichte geschrieben in meinem damaligen Büro. Wir saßen da so zu 4, 6, manchmal 8 Viererkette. Legendäres Büro auf St. Pauli. Und einige Figuren aus der Viererkette wurden ja Figuren im Buch. Wir sagen, die Polizisten, die bei uns auf St. Pauli so durch die Straßen laufen, die haben da Kicker gespielt. Und der FC St. Pauli Nein. auch. Ja, es war. Aber es ist Wie? Lange her, lass Die Streifenpolizisten haben bei euch in der Viererkette Kicker gespielt? Die Bühner-Bs. Oh. Wie Bühner-B? Was Bürgernahe Beamten heißen die. Bühner-B? Noch schöner finde ich die Hafensicherheitsbeamten, die heißen Hasi-B. Wie heißen die? Hasi-B. Die Frage ist immer noch nicht beantwortet. Warum die so heißt, wie die heißt, ne? Also pass auf. Also ist ein ganz, also der Name ist ja wie ein Fluch, ne? Also das muss ja immer jedem. Chastity also, heißt Keuschheit. Ich weiß. Das ist richtig ich weiß. Also ein für alle Mal. Chastity Riley heißt so, weil ihr Vater Amerikaner war. Amerikanischer Offizier im hessischen Teil Deutschlands. Nein. Doch. Und der kommt aus den Südstaaten, aus North Carolina. Und da heißen die Mädchen nun mal. Was du so beschreibst in deinem Buch, also Crystal Meth, dann gibt es diese andere Droge, aktuell Krokodil. Krok. Ist das echt? Ja. Gibt es in russischen Gefängnissen wie dieser? Ist das Heroin Nein. für Arme? Also in Russland ist es ein richtiges Also ich muss, also Streichholzköpfe und ich, was noch? Ich weiß nicht, ich habe es nicht selbst gemacht, aber es besteht aus... Hast du schon mal probiert? Nein, um Gottes und Willen. Und hast du Crystal Meth probiert? Nein. Kokain? Nein. Ich bin Gras? Überhaupt... Ja. Bier? Bier. Schnaps? Ein Bier und Wodka. Okay. Ecstasy? Ja. LSD? Nein. Ach, du bist ja ein braves Mädchen. Ich bin kein Mädchen. Synthetisch. Ich habe Angst vor braves Mädchen. So viel okay. zum Thema... Hast du schon mal jemanden geschlagen? Ja. Okay. Wen? Vor 2 Wochen hat mir an der Reeperbahn jemand, Stichwort sexuelle Übergriffe auf Frauen, bin ich nach Hause gelaufen, vom Fischmarkt nach Hause, musste über die Reeperbahn Samstagnacht
Und wir sitzen hier im Treppenhaus. Wir sitzen hier im Treppenhaus vom Surkamp Verlag. Das Café unten war leider besetzt, hätte 500 Euro Miete gekostet. Also, es war Samstagnacht. Ich bin nach Hause gelaufen, war am Fischmarkt, musste über die Reeperbahn. Sehe aus dem Augenwinkel zwei Typen rechter Hand stehen. Steuerbord, um mal im Hamburger Slang zu bleiben. Große, blonde, junge, nicht mehr ganz junge Männer. Und der eine fasst mir einfach so von der Seite. An die Möpse. Ach, das macht man aber nicht. Macht man nicht. Und ich war so stolz, weil ich habe so ein paar Kung-Fu-Lessons hinter mir. Und habe in dem Moment... Bist du dazu gekommen? Hab ich Bock drauf gehabt. Okay. Vollkommen instinktiv die Hand weggeschleudert und in sein eigenes Gesicht gefahren. Super. Und das war so ein toller Moment. Also du hast seine Hand weggeschleudert und deine Hand landete in seinem Gesicht. Seine Hand landete in seinem Gesicht. Das ist Kung-Fu. Und immer die Kraft des Gegners nutzen. Ich dachte, das ist Wing Chun. Ja, es ist eigentlich Wing Chun. Ich nenne es Kung-Fu, weil es ist Wing Chun ist mit so... Vielleicht sollte ich einen Liebesroman schreiben als nächstes. Nein, bitte nicht. Also ich würde mir nicht wünschen, dass du einen Liebesroman schreibst, weil dann wird das so triefend und so übervoll. Meinst du jetzt? Nee, aber pass auf. Warte mal ab. Ich wünsche mir mal was. Ich wünsche mir noch mehr Gewalt. Mich hat es überrascht, wie du in der Lage bist, diese Gewaltsituation zu beschreiben. Ich habe den Anfang gelesen von Blaue Nacht. Und da habe ich dich auch sofort angerufen. Ach, wo die den Typen zusammenschlagen. Ja, habe das gelesen. Gemein, ne? Ja, aber auch toll. Da, so ist Literatur. Ne? Also Literatur ist das, was ich nicht erleben kann selbst. Und da führst du mich rein. Also du führst mich in diese Köpfe dieser anderen Menschen, dieser Fallas und Brooks und Calabrettas. davon hätte ich gerne mehr.